Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Planet Crafter. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play das Kaninchen. Und das hier ist die zweite Kiste. Da oben haben wir beim letzten Mal gestanden und habe hier runter geguckt. Und dass sie hier liegt, bestätigt meine Theorie, dass die goldenen Kisten immer an den gleichen Positionen sind. Die blauen Kisten sind über die Karte verteilt. Ich kann nicht so lange warten, deswegen nehme ich das jetzt mal ganz kurz. Nehmen wir mal diese beiden, damit ich das Aluminium und Superloy wieder mitnehmen kann. Aber die goldenen Kisten sind immer an der gleichen Stelle. Das ist gut zu wissen. Davon gibt es noch nicht so viele. Ich kenne jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei Plätze für goldene Kisten. Und selbst da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber der Inhalt davon ist halt einfach wirklich spektakulär. Gerade diese 600% Sauerstoffpflanzen sind super. Super Alloy, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist Super Alloy noch nicht herstellbar von uns. Sodass das eine super Quelle dafür ist. Aluminium, klar, ein paar Orte haben wir mit den Meteoriten, die jetzt runterkommen. Ist es auch ganz gut. Kleiner Funfact am Rande, ich habe herausgefunden, dass es Fallschaden gibt. In der Preview gab es das noch nicht. Da gab es keinen Fallschaden. Jetzt schon. Wenn man von zu hohen Punkten runterspringt, verliert man Lebensenergie, also die Herzenergie, die man mit Futter wieder auffüllt. Und das ist jetzt Fallschaden gibt, deutet für mich noch mehr an, dass die Meteoriten, selbst wenn sie vielleicht nicht unsere Strukturen beschädigen können, uns beschädigen könnten. Das wäre nicht so cool. Wie ihr seht, ich habe hier auch ein bisschen schon gebaut. Und, ich muss noch einen Müllschrank aufbauen. Alles hier entsprechend ausgetauscht und erweitert, sodass wir direkt jetzt mit den besseren Kisten mehr Stauraum haben und das alles ein bisschen schöner bauen können. Jetzt hier einfach mal Iridium und Uran reingepackt. Ist ja konzeptionell erstmal noch das Gleiche. Und dann können wir da mit viel mehr Ressourcen sparen. Jetzt brauche ich mir aber noch eine Müllkiste, die ich mal nach da packe. Das wird jetzt mal eine Müllkiste, wo jetzt zum Beispiel das überschüssige Eisen und so ein Kram hinkommt. Und wir haben jetzt ja diese beiden Golden Seeds. Zwei Golden Seeds mit 600 und die wollen wir jetzt mal gleich probieren, aber bevor wir das machen, haben wir hier auch noch 5 Blueprints und die wollen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Und ich habe auch noch eine Nachricht bekommen. Wir fangen mit der Nachricht an. Von Riley. Hello, I finally managed to locate the system they sent you in. I don't have much time, but I'll try to give you some advices. The success rate of Planet Crafters is so low, because it's nearly an impossible task. Also, wir kriegen ein paar Tipps von Riley, die versucht uns zu kontaktieren. Und die Erfolgsrate von Planet Crafters, wir sind also offensichtlich nicht die einzige Person, die so einen Auftrag bekommt, wie wir es hier herausgefunden haben. Sondern es gibt noch mehrere und das ist eigentlich fast unmöglich, weil es einfach so, wir sehen ja, wie gering die Zuwächse dieser Items sind. Also dieser Gebäude, die wir da bauen können. Wir sollten Spacefood in unserem Pot finden und in Wracks, also in Wracks haben wir gefunden. Wir sind irgendwann später selbst in der Lage, unser eigenes Futter anzuzüchten. Haben wir schon, können wir schon. Und Exploration and Improvements sind, also Erkundungen und Verbesserungen sind essentiell. Wir müssen unbedingt unser Equipment verbessern, um unsere Überlebenschance zu erhöhen. Da hat es uns jetzt noch nicht so viele neue Sachen geben können, aber bestätigt ein paar Dinge. Wir haben jetzt ja auch den Drill Stufe 2, 3, den wir bauen wollen können müssen und Vegetube Stufe 2, 3, die wir bauen können wollen müssen. Und jetzt haben wir noch Agility Boost Boots 2, sehr gut. Microchip Mining Speed Tier 2, auch sehr schön. Ein Kompass. Oh, auch gut. Eine Recycling Machine, die kenne ich zum Beispiel noch nicht. Die gab es damals noch nicht. Living Apartment Corner, auch die gab es noch nicht. Sind das hier welche, die hier irgendwo auftauchen? Ich will jetzt nur mal so ein bisschen durchscrollen, dass ich hier welche freischalte, aber nein. Oh. Was ist das? Breaks down objects into their core components. Deconstruction, Deconstruction, Super Alloy. Was brauche ich für Deconstruction? Silikon und Magnesium. Lass uns das mal bauen. Silikon, Magnesium. Und dann 3 Super Alloy. Guck mal, da geht es jetzt nämlich schon los. Für sowas brauchen wir schon das Super Alloy. Und dann wird das, wenn wir das Super Alloy benötigt, wird das was Besonderes sein.
Das ist gar nicht so groß, wie ich befürchtet hatte. Okay, dann kommt das mal nach da. Gucken, was das ist. Ach, hier packe ich was rein. Oh, frisst das Strom? 12 Kilowatt. Geil. Oh, ich weiß nämlich, dass später gab Sachen, die ich gefunden habe, die ich schon hergestellt hatte. Zum Beispiel finde ich dann irgendwie nochmal eine Mining, so ein Agility Boost oder irgendwie so Boots oder sowas. Und ich habe die ja dann schon. Und dann bringt mir das gar nichts. Und so kann ich dann, wenn ich sowas finde, einfach recyceln. Oh nein. Meteoriten wieder. Wir bleiben aber erstmal in Sicherheit. Ich könnte mir gerade dann jetzt vorstellen, da ich jetzt Lebenspunkte Schaden bekommen kann, dass unsere Basis uns davor schützt, dass die nicht kaputt geht, aber unsere Basis, also wir davon geschützt werden. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben zum Beispiel noch eine neue Nachricht bekommen. Nochmal von Riley. Ich habe es geschafft, mehr Informationen herauszusneaken. Ich habe gelesen, dass du mehr Chance zu überleben hast, wenn du in der Höhe baust. Sie weiß aber noch nicht, warum. Ich weiß es schon. Und wenn wir in der Lage sind, Hitze... Okay, das hat auf jeden Fall... Oh mein fucking Gott. Also, wir sollen in die Höhe bauen. Sie weiß nicht warum, ich weiß es schon. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin fast tot. Der Meteorit hat mich getroffen, fast getötet. Ach du Schande, habt ihr das gesehen? Ich war fast tot. Okay, spontan sind Meteoriten zu einer großen Gefahr geworden. Macht natürlich Sinn, dass die nicht einfach nur eine geile Ressourcenquelle sind, sondern auch eine Herausforderung bieten können. Ist da noch Aluminium? Habe ich das aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Ach du Schande. Unsere Basis ist davon aber auf jeden Fall unbeeindruckt. Das ist gut zu wissen. Oh mein Gott. So, dann nehmen wir ganz schnell. Gerade Aluminium brauche ich. Aluminium, alles was hier so... Und Silikon habe ich auch nicht mehr so viel. Aber Eisen und sowas finde ich gerade echt noch genug. Daran habe ich es noch nicht. Aber das Aluminium, das muss ich einsammeln, bevor es verschwindet. Denn das haben wir schon gesehen. Diese Drops von den Meteoriten, die verschwinden nach einer gewissen Zeit. Einmal ganz kurz jetzt hier rumhüppeln. Und... das einsammeln. Dann gucken wir uns weiter die Nachricht an. Viel weiter will ich jetzt auch nicht rumhüppeln. Ich mache jetzt hier einmal so einen kleinen Abstecher um unsere Basis. Und dann geht's weiter mit der Nachricht. Wir müssen noch den Veggie-Tube Tier 3 bauen. Den Drill Tier 3 wollen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Das ist noch Eisen hier hinten, ne? Das sieht aus wie Aluminium. Ja, das ist Aluminium. Sehr gut. Okay. Der Rest ist mir egal. Oh mein Gott. Aber unsere... Oh mein Gott. Unsere Basis verteidigt uns auf jeden Fall vor diesen herabstürzenden Meteoriten. Jetzt, wo wir ganz so viel gerade auch bessere Sachen bauen, ist natürlich Aluminium echt eine wichtigere neue Ressource geworden. Und natürlich auch super Alloy, davon haben wir jetzt nicht mehr so viel. Sollen wir ein bisschen gucken. Aber vielleicht können wir das dann auch mit dem Recycler nutzen, dass wir da die Sachen wieder rausbekommen. So, was wollten wir eigentlich noch Rileys Nachricht weiterlesen?
Wir sollten, wenn wir die Hitze auf Planeten genug erhöhen, sollten wir die Höhlen begehbar machen. Jedenfalls einige davon. And one last thing you can... Boop, boop, boop. End of communication. Nein, Riley. Okay. Gott. Das finde ich jetzt spannend. Eisen, Titan und Kobalt. Eisen, Titan und Kobalt. Davon haben wir ja immer mehr als genug. Warte. Eisen, Titan und Kobalt. Ich möchte einfach mal sehen, wie das aussieht. Oh, geil. Oh, das ist ja super. Oh, das ist ja schick. Ich meine, ich kann natürlich auch hier Fenster bauen. Das habe ich natürlich auch als Möglichkeit. Aber jetzt kann ich runde Strukturen bauen. Cool. Das ist gerade insoweit wichtig, weil ich habe jetzt zum Beispiel diese Sofa-Angle. Die kann ich dann vielleicht hier reinpacken. Gucken wir mal, gucken wir mal. So. Das wäre jenes. Sehr, sehr schön. Jetzt wollen wir aber erstmal den Drill Tier 3 bauen. Dafür brauchen wir Aluminium, Eisen und Titan. Aluminium. Titan und Eisen. Ich baue erstmal zwei Stück. Gott, sind die groß. Okay. Der produziert jetzt... Hitze produziert er selbst. 17 Nanopascal Druck und verbraucht 8,5 Strom. So, dann gucke ich... Na, dann gucke ich mal. Ich hatte die beim... Im Preview hatte ich die so hinbauen können, dass die in einem Dreieck auf eine Position... Das sah ganz cool aus, wenn die so auf eine Position schießen. Und jetzt könnte ich natürlich auch unseren... unsere kleinen abbauen. Immerhin fressen die 20 Kilowattstunden. Und produzieren nicht mal ansatzweise so viel. Ich meine, die produzieren halt nur 1,5 Druck. Die produzieren halt einfach mal 17 Druck. Allerdings brauche ich dann auch Aluminium, ne? Bisschen Aluminium haben wir ja. Können wir noch zwei bauen. Dann können wir hier nämlich jetzt einmal dieses Dreieck fertig bauen. Na? So. Und dann können wir noch einen bauen. Machen wir hier noch eine zweite Gruppe an. Jetzt dürfen wir richtig viel Druck und Hitze produzieren. Oh ja. 68 Nanopascal pro Sekunde. Das ist super. Strom haben wir noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier so ein Veggie-Tube. Wasser, Silikon und Aluminium. Na, wieder mal Aluminium. Wasser, Silikon. Was brauchte ich? Wie viel brauchte ich? Okay, dann zwei Wasser, Aluminium und Magnesium, nicht wahr? Genau. Dann würde ich sagen, wir reißen euch beide mal ganz kurz. Dann brauchen wir zwei hiervon mal, machen wir weg. Und bauen die größeren. Oh. Oh, die kommen nach draußen. Oh, das sind die ersten, die nach draußen kommen. Sehr schön. Und dann packen wir jetzt dort die Golden Seeds hin. Und der produziert jetzt 78 Picopascal Sauerstoff. Wenn ich jetzt mal gucke, mit dem normalen, mit 200 sind das nur 26. Und mit denen halt einfach mal richtig viel. Deswegen, das ist eine richtig geile Erweiterung. Damit erhöht sich jetzt unser Terraforming-Index ordentlich, sodass wir jetzt bald die Advanced Crafting Station bald haben. Und beim Sauerstoff haben wir jetzt auch bald den Heater Tier 2. Beim Hitze, deswegen Hitze ist so ein bisschen langsamer, aber hier schalten wir dann den Nuklearreaktor Stufe 1 frei. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn stromtechnisch ist es ein bisschen schwierig gerade, aber ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir noch weitere von den... Tier 3 herstellen können.
Und es ist natürlich auch gut, dass die... Wir haben blauen Himmel, so gut wie. Schaut mal, wir haben fast blauen Himmel, stimmt. Wir haben bald blauen Himmel geschafft. Oh, ich brauche Silikon. Habe ich denn noch was Besseres als, 200? Nee, habe ich nicht. Okay. Ja klar, wenn ich jetzt hier so einen stark... Und das ist genau dieses Ding. Man muss halt mit einem Mal dann plötzlich hat man wieder einen großen Technikvorsprung, weil man große neue Fortschritte in den Terraforming-Abschnitten gemacht hat. Was denn dazu führt, dass man hier auch... Das finde ich gut. Das ist halt wirklich... Ne, jetzt wird auch der Sauerstoff mal draußen produziert. Es wird nur noch Hitze. Hitze ist jetzt so ein bisschen Mangelware. Och nö, nicht schon wieder Meteoriten. Diesmal bleibe ich jetzt aber mal hier drinnen. Oh. Ah, wir haben den Heater. Wir haben den Heater. Aber ich nehme auf jeden Fall... Ich brauche mehr Essen. Ich brauche unbedingt mehr Essen. Wir müssen unbedingt noch weitere von diesen Nahrungs... Foodgrown bauen. Aluminium, Eisen... Wie viel Sauerstoff? Wie viel Strom haben wir noch? Nicht genug. Okay. Das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Solarkollektor. Magnesium, Eisen, Silikon, Aluminium. Magnesium, Silikon, Eisen... Aluminium. Advanced Crafting Station. Sehr schön. Es fehlt noch Kobalt. Und wir haben den Terraforming Index erreicht. Wir haben blauen Himmel, wenn nicht gerade Meteoriten, wenn es nicht gerade Meteoriten hageln würde. Ich begebe mich mal schnell wieder in. Oh mein Gott, das ist nicht Sicherheit. Das ist Sicherheit. Jetzt können wir das bauen. Aluminium, Eisen, Wasser. Aluminium, Eisen, Wasser. Wenn ich jetzt nämlich noch durch Schaden wieder Essen brauche, brauche ich unbedingt mehr Essen. Nee, warte mal, du bist nicht so gut. Du produzierst nämlich nur 25 Essen. So. Ja, die produziert nur 25, die produziert 40 Nahrung. Ah, eine neue Runde Aluminium und Silikon einsammeln. Hui, 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 hui. Plötzlich ist das Spiel wirklich ein bisschen stressiger geworden, finde ich. Einerseits Nahrung, weil halt Nahrung jetzt noch dringlicher und noch knapper geworden ist, einfach dadurch. Fallschaden, Meteoritenschaden. Und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass, das war mal so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ich wollte es nie ausprobieren, was passiert, wenn zum Beispiel Sauerstoff auf Null sinkt oder Wasser auf Null? Ob ich dann sofort sterbe oder ob ich noch irgendwie eine Form von Timer habe? Und ich denke mal, das wird dann sein wie in Raft, wo ich dann Lebenspunkte nach und nach verliere. Und erst wenn ich dann auf Lebenspunkte Null bin, bin ich wirklich tot. Das heißt, ich habe noch ein paar Sekunden Zeit, zum Beispiel in eine Basis zu kommen oder irgendwie sowas, bevor ich dann endgültig sterbe. Und bin ich sofort bei null Sauerstoff sofort tot. Könnte ich mir vorstellen. Ich möchte es trotzdem nicht ausprobieren. Also ihr werdet mich nicht hier erleben, wie ich das riskiere. Das wird nicht bewusst passieren. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um Vierter aufzuhören. Ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen Ressourcen farmen müssen und meine Taschen vollfüllen. Während wir warten, dass unsere Terraforming-Index-Punkte wieder hochgehen. Auf dass wir dann beim nächsten Mal wieder ein paar neue Sachen bauen können. Vielleicht schon den... Gucken, wo stehen wir gerade? Den Advanced Crafter müssen wir auf jeden Fall bauen, den Heater Tier 3 müssen wir bauen, vielleicht haben wir dann auch schon den, wir werden auf jeden Fall auch den Nuclear Reactor dann haben, dann können wir nämlich hier Strom noch mehr bauen, den Biodome, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das machen können, aber hier auf jeden Fall Heater,
Das haben wir vielleicht auch. Oh, der Grass Spreader. Grows grass outside. Generates biomass. Wie ist eigentlich hier? Was ist eigentlich hier? Warte mal, wir haben es ja geschafft. Wir haben jetzt Blue Sky. Und jetzt versuchen wir, Wolken zu erzeugen. Und das geht ruckzuck. Da kommen wir richtig schnell voran in Sachen Wolken. Wir produzieren auch richtig viel Terraforming Index. Sehr, sehr schön. Ja, das wäre es dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt euch diesen blauen Planeten an. Wie schön. Naja, blauen Himmel auf jeden Fall. Und wir haben noch ein paar andere Orte. Da hinten müssen wir nochmal hin. Da können wir noch hinschauen. Das dort hinten. Keine Ahnung, was das ist. Da müssen wir hier in dieses Gebiet. Dort, wo diese Wrackteile sind, müssen wir noch hin. Und hier hinten liegt ja auch noch ein Wrack. Da, wir haben also noch genug zu erkunden. Das kommt dann alles später. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.